Hier gibt es einen Polleralarm. Wir sind jetzt hier gerade Friedelstraße, Ecke Maybachufer. Das ist eine super, super belebte Kreuzung. Autofahrer, Fahrradfahrer, Mopeds, alles. Das ging immer kreuz und quer. Also hat man sich überlegt, also entschuldigen wir bitte, hier muss ja was passieren. Nicht nur an dieser Kreuzung, sondern wir wollen das ganze Reuterkiez, was hier angrenzt, ein bisschen verkehrsberuhigen. Wir stellen hier Poller auf. Hier sind sie. Eins, zwei und eigentlich ein dritter. Aber genau das, was man hier sieht, passiert häufiger. Was er jetzt hier zum Beispiel macht, mit dem Moped durchfahren, darf gar nicht sein, geht aber gerade ziemlich gut, weil die Poller, die werden ja einfach mal so rausgerissen. Das immer und immer wieder. Dann werden sie wieder einbetoniert, dann kommen sie wieder raus. Also es ist ja wirklich ein super kontroverses Thema, zu dem man sich hier auch nicht so richtig äußern will, weil es eben so kontrovers ist. So, und das ist so ein großes Thema hier am Maybachufer. Und dann gibt es aber noch so viel andere wissenswerte Sachen. Und was das ist, das kommt jetzt. Drei wissenswerte Dinge übers Maybachufer. Drei Dinge übers Maybachufer. 1. Die anderthalb Kilometer lange Straße liegt auf der Neuköllner Seite des Landwehrkanals. Benannt ist sie nach dem Juristen und Politiker Albert von Maybach. 2. Bekannt ist das Maybachufer vor allem für seine Märkte. Dienstags und freitags der traditionsreiche Markt mit türkischen und anderen Spezialitäten. Samstags Stoffe und jeden zweiten Sonntag der Flohmarkt Neukölln. 3. Hier bieten viele Restaurants, Cafés und kleine Läden unterschiedliche Leistungen, Leckereien und Besonderheiten an. So, wir sind jetzt ein kleines Stückchen weitergelaufen. Da hinten sieht man noch die Kreuzung, an der wir gerade waren. Das ist hier so ein typisches Bild. Maybachufer, hier geht man aus, hier kann man essen gehen. Am Wochenende findet man keinen Platz mehr. Aber dann gibt es hier auch so einen kleinen, niedlichen, süßen Laden, den man hier erstmal gar nicht erwartet. Nennt sich Lila Lämmchen, ist schon seit ein paar Jahren hier. Da interessiert mich natürlich, hallihallo, wie man auf die Idee kommt, hier so einen süßen Bibi-Laden zu eröffnen. Hi, jetzt habe ich ja hier gleich zwei von euch. Ihr seid? Ja, Josephine bin ich. Hallo. Amelie bin ich. Wunderbar. Ich freue mich so. Hier kriegt man gleich so ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn man von draußen hier reinkommt, finde ich. Oder ist gleich so ein bisschen, oh, es ist ruhig. Ja, sind Sie jetzt hier schon die ganze Straße lang? Ja, genau. Wir fühlen uns hier auch total wohl. Das ist hier unser Laden. Genau, wir achten darauf, dass hier eine schöne Stimmung ist. Das haben Sie jetzt ja eigentlich schon gleich gemerkt. So ist es nämlich. Wir waren gerade draußen bei den Pollern. Ist so diese Verkehrsberuhigung bei euch ein Thema? Wie findet denn ihr das? Also nachdem ich hier jahrelang mit meinen Kindern den Schulweg hatte, bin ich total froh, dass es verkehrsberuhigt ist hier an der Stelle. Es ist natürlich, man könnte denken, für die Geschäfte ist es ungünstiger, weil man mit dem Auto nicht mehr so gut rankommt. Das merken wir jetzt bisher noch nicht. Okay, sehr gut. Sag mal, wie seid denn ihr auf die Idee gekommen hier in Neukölln? Das ist ja schon ein paar Jahre her, dass ihr hier den Laden aufgemacht habt, diesen Laden aufzumachen. Ja, es ist eigentlich so ein bisschen dadurch entstanden, dass wir hier gleich hier gewohnt haben. Und genau, das Lila Lämmchen gibt es schon total lange. Meine Schwiegermutter hat das in den 70ern gegründet damals. Genau, dann haben wir einen Online-Shop dazu gemacht. Okay, ich mach schnell. Da hatten wir dann unsere Sachen alle im Wohnzimmer und es wurde viel zu eng. Und dann ist einfach der Laden hier frei geworden. Dann haben wir von hier unsere Sachen versendet über den Online-Shop und verkauft. Das war irgendwie so, genau, ganz spontan eigentlich entstanden. Und dann wurde es hier zu eng. Jetzt ist der Online-Shop wieder ausgezogen und wir sind als Laden jetzt hier geblieben. Ja. Genau. Und dann gibt es ja ganz offensichtlich eine Nachfrage. Und ihr seid aber ursprünglich eben für Schöneberg, Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg gibt es noch eine Filiale. Merkt man da Unterschiede auch zu hier? Also so in der Käuferschaft, wer so kommt, Angebot? Also die Kieze in Berlin sind ja grundsätzlich sehr verschieden. Ich sage immer gerne, Berlin ist irgendwie wie ganz viele verschiedene Städte beieinander. Das ist total spannend macht, wie ich finde, ne? Total, genau. Und wir versuchen halt genau das, was wir für was wir stehen, unsere Werte hier in diesem und im anderen Kiez zu zeigen. Und was man sagen könnte, ist wahrscheinlich, ist es, also Käuferschaft ist es schon anders. Prenzlauer Berg steht ja total für Familien, Kinder. Hier ist ja eher bunt, super international. Ne? Merkt man das hier? Also man merkt das hier auf jeden Fall, dass es, oder die Veränderung merkt man hier, dass mehr Touristen kommen, dass diese ganze Gegend ist viel lebendiger geworden. Das hatte man vorher im Prenzlauer Berg auch viel, aber das hat sich auf jeden Fall auch jetzt hier entwickelt, dass viel internationales Publikum
kommt. Und Geschenke sind ein großes Thema, dass wir immer genug Geschenke da haben, die man mit nach Hause bringen kann. Gerne auch made in Germany. Okay, na klar. Was ich hier aber wenig sehe, ist tatsächlich so dieses klassische rosa-hellblau. Das ist hier nicht so nachgefragt. Ja, ach so, so sehen wir es einfach generell. Im Onlineshop haben wir jetzt auch nicht Mädchen, Junge, so, also alle Farben sind für alle. Das ist einfach so unsere Einstellung auch. Aber wir haben auch rosa und blau, sind auch schöne Farben. So. Auf jeden Fall, aber alle Farben sind für alle da, finde ich, ist ein total schöner Satz. Wir sind immer noch am Maybachufer. Jetzt kam hier gerade ein Schauer nieder, jetzt kommt die Sonne zum Glück wieder raus, aber es regnet noch so ein bisschen. Was ein Glück, dass wir jetzt reingehen können, und zwar in diesen Laden Jacques. Den gibt es hier schon wahnsinnig lange, schon viele Jahre an diesem Standort, an einem anderen Standort, aber auch hier am Maybachufer noch viel länger, ist auch so eine Institution hier. Die Tische, die sind noch nicht besetzt. Ab 19 Uhr ist hier reserviert und dann geht es hier richtig los, denn das ist hier wirklich ein ganz nachgefragter Laden. Ach, guck mal, hier stehst du schon, der Chef vom Ganzen. Hallo. Tach, hallo. Hallo. Sage, jetzt momentan ist es ja noch leer. Das wird noch, ne, heute, ja, oder? Ja, da kommen sie gleich. Also es immer, das steigert sich ab 19 Uhr, 20 Uhr ist dann... Ist die Hütte voll? Ja, ja, ja. Du bist der Chef hier. Wie lange machst du das schon? Schon eine Weile. Was heißt denn bei dir eine Weile? Ja, fast 20 Jahre. 20 Jahre schon? Ja, ja. Toll. Und woher kommt denn der Name Jacques? Das ist noch vom Vorgänger. Das ist von dem Vorgänger. Den habe ich übernommen und er hieß Jacques und dann habe ich es gelassen. Okay. Und der Laden von dem Vorgänger, war das schon so ähnlich? Ja, das, fast. Also ich habe ein paar Veränderungen vorgenommen, aber ansonsten ist es immer noch identisch, so wie früher. Ist so französische Küche, ne? Oder also französische Küche, ja. Früher haben wir etwas mehr gemacht in der Richtung. So. Ja. Wir haben es Marseillais gemacht. Ah, oder, ja, okay. Es ändert sich immer. Okay, ändert also sich das auch ein bisschen, weil sich das Publikum ändert hier? Ja, genau. Ja? Also die Menschen, also die soziale Veränderung in der Gegend, es fängt auch zu Veränderungen auch in der Gastronomie. Ja, und sag mal, der alte Laden, der war ja ein Stück weiter hier runter, ne? Haus Nummer 8. Haus Nummer 8, ja. Okay. Warum, und da warst du aber auch noch, ja, ne? Warum seid ihr denn dann hierher gezogen? Naja, weil es ging nicht mehr dort. Es ging nicht mehr, deswegen... Mietpreise, oder ja, warum? Ja, ah, die Mietpreise sind es. Okay, und das Haus hier, das ging gut? Ja. Okay, da kann man sich halten. Ja, genau. Okay. Du sag mal, wenn du das seit 20 Jahren schon machst, Kameramann guckt sich ja hier so ein bisschen um, dann ist so ein Restaurant ja auch schon ein bisschen wie zweite Heimat, oder? Ja. Es ist wie zu Hause. Man betrachtet das auch wie zu Hause, weil die Gäste, die zu dir kommen, sind deine Gäste und muss man sich auch so verhalten, als ob jemand einen Gast zu Hause hat. Und dann muss man sein Bestes tun. Okay. Ist das und das Wichtigste in der Gastronomie, das ist nicht, dass man hip und trinken und hoch. Das Wichtigste ist, dass der Gast, wenn er aufsteht, sich umdreht und sagt, danke, es war ein schöner Abend. Ja. Dann hast du denn deinen Auftrag ausgeführt. Das stimmt wohl. Ja, und schmecken muss es noch. Ja, und dann ist es schön. Das ist definitiv. Sonst wird der Gast nicht sagen, danke, es war ein schöner Abend. Ja. Ja. Ist das auch so ein Rezept, wo du sagen würdest, das ist es, warum hier der Laden so viele Jahre besteht? Weil du dich um die Gäste kümmerst und hier so präsent bist weil, den weil Abend? Ja, weil es ist der Grundsatz, auf dem wir arbeiten, es ist die Verbindung zwischen das, was wir anbieten, und dass wir uns verhalten. Mhm. Wir benehmen uns, wie als ob man einen Freund empfängt und nicht so distanziert. Sondern eher, jeder Gast ist wie ein Freund wird behandelt. Dass er sich wohlfühlt, dass er frei fühlt, unbezwungen. Dass er sich in dem Laden dass auch er sich so selber wie zu Hause fühlt. Ja. Und da hinten ist ja so ein Gast. Ist das so ein Gast, der auch als Freund und so Stammgast? Ja. Wer ist das? Ja. Wer ist der? Günther. Günther, guck mal hier. Kennt ihr auch den? Dann gehe ich mal kurz zu Günther und komme dann wieder zurück, oder? Ja. So, ich habe jetzt gerade schon schönen guten Abend gehört. Günther, Tag. Sie sind Stammgast hier. Seit einiger Zeit würde ich das wohl so sehen, ja. Okay, was heißt denn bei Ihnen seit einiger Zeit? Na, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr in etwa. Ja. Wie haben Sie den Laden hier entdeckt? Ich wohne hier um die Ecke. Okay. Und dann habe ich ihn gesehen. Im Sommer sitzt man dann eher draußen natürlich. Ja. Und so, aber sonst gehe ich ja abends hierher und trinke Bier und lese die Zeitung. So wie Sie sagen, ich trinke Bier, dann kommen Sie irgendwie mehr aus dem Süden, ne?
Naja, aus Franken, um es genau zu sagen. Ja. Sie haben es wahrscheinlich gehört. Oder? Ein bisschen gerade habe ich das eher gehört, genau. Und warum ist das so für Sie ein Laden, wo Sie sagen, oh, hier komme ich jeden Abend, trinke mein Bierchen, hier ist nett. Was macht den Unterschied? Na, es ist ein sehr schönes Lokal, finde ich. Und anders als man kennt die Leute inzwischen, die hinter dem Tresen sind und den Chef Ahmed eben auch. Und man wird dann auch begrüßt. Und meistens, bei den meisten muss ich gar nicht sagen, dass ich jetzt ein Bier möchte. Es kommt dann halt. Das steht schon da. Na, das nicht. Ich kündige mich nicht vorher an, aber es ist dann schnell da, ja. Ja. Fühlt man sich heimisch. Das gehört dazu, ja. Finde ich wunderbar. Ich gehe nochmal, genieße den Abend. Sie sind doch vom anderen Ressort eigentlich. Sie sind doch in der Gärtnerei unterwegs. Ich bin ständig unterwegs in allen möglichen Ressorten. Okay. Prost! Ahmed, wir können ja noch mal kurz auf eine Sache ganz schnell eingehen. Ein Ärgernis, was es hier gibt, ist Poller, Verkehrsberuhigung. Ja. Was hältst du davon? Das ist eine schwierige. Ich gebe dir 20 Sekunden Zeit. Das ist eine schwierige Situation, weil durch diese Verkehrsveränderungen in der ganzen Gegend haben wir Schwierigkeiten mit unseren Gästen. Also wir haben einen Gästenrückgang fast für 30%. Ist schon, weil die mit dem Auto nicht mehr so schnell weil viele herkommen. Nicht vorbei. Und wenn du draußen guckst, normalerweise in der alten Zeit, es war viel Menschen, die vorbeilaufen. Guck mal, es ist leer. Die Leute müssen sich erstmal daran gewöhnen, dass sie mehr zu Fuß zu dir kommen und dann einfach hier länger sitzen. Ja, hoffe ich. Das wird alles Vorteile haben. Ja. Vielen Dank, dass wir hier sein konnten.